Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur Einführung in die Medienpädagogik. Zur 6. Sitzung Einführung in die Medienpädagogik. Und wenn Sie mal so resümieren, dann ist so das, was in den letzten Veranstaltungen, wenn man mal so es auf den Punkt bringen möchte, was so in den letzten Veranstaltungen an Quintessenzen herausgekommen ist, dann ist erstmal die Erkenntnis, dass Medien Persönlichkeitsentwicklung und Gesellschaftsentwicklung beeinflussen und dass Medien auch bei der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben helfen können und damit gewissermaßen in doppelter Hinsicht die Persönlichkeitsentwicklung prägen. Naja, und wenn Medien die Persönlichkeitsentwicklung so stark beeinflussen können, prägen, dann ist es natürlich auch wichtig, dass man vor bestimmten Medieninhalten auch schützt. Und das war im Zentrum der letzten Veranstaltung, als Dr. Thorsten Junge hier gesprochen hat. Und das, was mir sehr gut gefällt an seinem Zugang über das Thema Jugendschutz zu reden, ist eben, dass er aus der Mediensozialisation blickt und eben nicht, was nämlich sehr häufig passiert, mit dem erhobenen Zeigefinger das Thema Jugendschutz angeht. Das kann man nämlich auch machen. Und interessant war insofern auch, dass im Anschluss an den Vortrag, weil wir hatten ja, Sie erinnern sich, nicht mehr ganz so viel Zeit, um noch Fragen zu klären. Also wurden hier vorne dann noch ein paar Fragen geklärt. Das gilt natürlich immer. Das heißt also, wenn inhaltlich oder auch organisatorisch etwas für Sie noch offen geblieben ist, können Sie immer gerne zu den Gastrednern, zum Tutor, zur Tutorin oder auch zu mir kommen und entsprechend Fragen stellen. Dafür sind wir da. Am liebsten im Anschluss, dann kann man dann pünktlich beginnen. Und so passierte das auch letzte Woche und es gab Fragen zum sogenannten technischen Jugendschutz. Also was können Eltern, was können aber auch Lehrerinnen und Lehrer machen, um den Jugendschutz sicherzustellen? Und da kann man Unterschiedliches machen. Ich allerdings finde das immer ein schwieriges Thema. Und zwar ist es so, technischer Jugendschutz, vielleicht können Sie mit dem Begriff nicht so viel anfangen. Im Prinzip geht es um... Schlimm? Im Prinzip geht es um eine Art Zensur, zumindest der Inhalte, die für bestimmte Altersgruppen, für bestimmte Kinder und Jugendliche nicht sinnvoll sind. Und das Problem ist, immer wenn es um Technik geht, kann man natürlich diese Technik, Sie erinnern sich vielleicht an ein Beispiel aus der vorletzten Sitzung, bei dem die Studierenden diese Robograder versucht haben auszutricksen. Und genau das Gleiche passiert natürlich auch bei technischen Systemen. Und technische Systeme sind gerade was, Content Filtering ist zum Beispiel ein Begriff, sind natürlich nie richtig gut. Ein ganz triviales Beispiel könnte sein, wenn Sie Content Filter sind, auch nicht besonders klug in der Regel. Also es wird in der Regel so gemacht, dass zum Beispiel bei sehr einfachen Content-Filtering-Systemen, dass ein Begriff, der nicht aufgerufen werden soll, wird dann entsprechend gesperrt. Also könnte der Begriff Sex, also S-E-X, gesperrt werden, dann hätten Sie, wenn Sie zum Beispiel nach Rezensionsexemplaren oder auch nach Staatsexamen suchen, ein Problem. Es gibt klügere Content-Filtering-Systeme mittlerweile, die sich auch KI zunutze machen. Die machen dann, die analysieren die Farbe, analysieren die des einzelnen Bildes, auch heuristische Verfahren, die das dann kombinieren. Vielleicht ist da irgendwo SEX und ein hoher, ein hoher hautfarbener Anteil. Dann könnte man davon ausgehen, dass das vielleicht sich um Pornografie handelt und dann ist es für Kinder nicht geeignet. Passiert dann aber regelmäßig, dass Bilder zum Beispiel von Schweinen als pornografisches Material indiziert werden. Und Sie sehen, die Technik hat da einfach ihre Grenzen. Trotzdem ist der Wunsch immer groß und deswegen halte ich persönlich nicht so viel von technischem Jugendschutz. Ich finde, etwas anderes bringt viel mehr und darum soll es im Wesentlichen heute gehen. Haben Sie so eine vage Ahnung, worauf ich hinaus will? Also was besser ist als technischer Jugendschutz? Ja? Eventuell direkt den Jugendschutz, also
sensibilisieren für solche Inhalte und ihnen eben sozusagen zu erklären, was man anschauen sollte und was nicht. Vollkommen richtig. Ich nenne das Bildung, ich nenne das Medienbildung. Ja? Das heißt also, aber genauso ist es, genau das ist die Idee, besser als Schutz ist Medienbildung in diesem Fall. Trotzdem ist es aber so, und ganz aktuell gibt es auch wieder einen solchen Fall, trotzdem ist es immer so, dass Menschen, wenn jemand etwas tut oder sagt, was man nicht möchte, dann kommen sie immer gerne mit der Verbotskeule. Haben Sie es mitbekommen? Wieso? Ein großer... Also, wäre es nicht so ernst, wäre es ein großer Spaß, finde ich. Und da sieht man, dass die Realität manchmal die beste Vorlesung ist. Weil da steckt in diesem Beispiel, wenn Sie es in den Medien verfolgt haben, in welchem Medium auch immer, aber in diesem Beispiel steckt ganz viel von dem, worüber wir uns hier schon unterhalten haben. Und ich sage vielleicht mal für diejenigen, die es nicht in der Gänze mitbekommen haben, Rezo hat ein 55-minütiges Video hochgeladen bei YouTube. Ein Video, ich habe es mir angeschaut, wirklich brillant recherchiert, richtig gut. Und hat, unabhängig von meiner persönlichen politischen Meinung, hat die großen Volksparteien, nicht nur CDU, sondern auch CSU und damit auch die SPD, entsprechend dekonstruiert und hat jetzt vor der Europawahl dieses Video hochgeladen. Was jetzt, und jetzt wird es eigentlich spannend, was jetzt Annegret Kramp-Karrenbauer, die CDU-Chefin, dazu verführt hat, über die Meinungsfreiheit im Netz nachzudenken. Oder um es genauer zu sagen, die Meinungsfreiheit im Netz einzuschränken. Was natürlich entsprechend zu einem Shitstorm berechtigterweise, wie ich finde, geführt hat. Weil so einfach geht es dann nun doch nicht. Aber Sie sehen, wir Menschen sind immer sehr leicht bereit dazu, wenn jemand etwas tut, was uns nicht passt, die große Keule mit den Verboten zu schwingen. Und gerade aktuell eben wieder passiert. Dabei wäre, also wenn Sie mich fragen, wäre eine Reaktion auf dieser Ebene, also eine Videoreaktion von Seiten der CDU, wäre viel adäquater gewesen. Haben sie nicht gemacht. Wollen lieber verbieten? Verbieten ist manchmal leichter. Aber verbieten ist nicht immer der klügste Weg. Also das wollte ich noch ergänzen zum Thema Jugendschutz. Es gehen so einige von Ihnen, ja, Sie wollen wahrscheinlich darauf hinweisen, dass es natürlich Kinder gibt, die so klein sind, dass man sie tatsächlich unbedingt noch schützen muss. Und das stimmt natürlich. Ja? Also nicht jedes Kind kann man mit Medienbildung schon erreichen. Also bestimmte Dinge oder auch bestimmte Inhalte sind derart unzutreffend, dass man wirklich den Zugang schützen muss. Ja. Darauf wollte ich jetzt nicht hinaus, weil ja. Eher darauf hinaus ist, dass das, was Sie gesagt haben, sehr global ist. Und ich glaube, dass die Annegret Kramp-Karrenbauer eher gemeint hat, dass die Zeitungen sind ja auch gewissen Regeln unterlegen, vor der Wahl nicht Meinungsbildung in eine Richtung zu machen. Und es ging mir ja in ihrer Aussage, ging es ja darum, vor der Wahl das zu machen. Und Sie haben das jetzt so dargestellt, wie als hätte sie generell gesagt, im Netz Meinungsfreiheit zu beschränken. Und das hat sie ja so explizit gar nicht gesagt, sondern sie hatte explizit das mit vor der Wahl erwähnt. Das stimmt, aber was lernen wir daraus? Also ich wollte jetzt nicht sozusagen, da kann man eine ganze Sitzung kann man zu diesem Thema füllen. Und dieser Aspekt, auf den Sie nun hinweisen, ist etwas, der einfach zeigt, dass sich die Welt verändert hat. Dass eben zunehmend Menschen publizieren können. Perksen nennt das denn das Verfall des Publikationsmonopols, ja, also der Zeitung. Journalistinnen und Journalisten sind üblicherweise besonderen Regeln unterworfen, Klammer auf, an die sie sich meistens halten, Klammer zu, ne, muss man ja auch sehen. Manchmal
eben nicht auf der Suche nach dem Klick oder nach den besten Verkaufszahlen, das muss man auch kritisch sehen. Aber hier sehen wir einfach auch erstmal, dass sich die Welt verändert hat. Und dass man nicht einem YouTuber sagen kann, du bist YouTuber, also hältst du dich jetzt an entsprechende Regeln, die sich Journalisten gegeben haben. Bei der Sache und berechtigterweise ist gar nicht mehr ein Ding. Also Sie merken, spannend, interessant und jetzt in diesem Fall war mein Anknüpfungspunkt eben, dass es uns immer sehr nahe liegt, dass man etwas verbietet und dass manchmal das Verbieten nicht unbedingt der beste Weg ist. Eine Sache wollte ich Ihnen aber noch sagen, was mir als Wissenschaftler ganz besonders gut gefällt, gerade bei dem, was im Moment in Bezug auf Fridays for Future und auch, das hatte ich Ihnen auch schon gesagt, und aber jetzt auch in Bezug auf Rezo passiert, nämlich, dass sowohl Rezo als auch die Kids von Fridays for Future einfach hervorragend recherchieren und Quellen angeben. Was, jetzt wenn wir den Vergleich zu Journalisten machen, nicht jede Journalistin und jeder Journalist für adäquat hält, für nötig hält. Und das macht diese Videos nicht nur ziemlich, auch gut, in einigen Punkten ist er über das Ziel hinausgeschlagen, was auch die Sprache betrifft, wenn es um Journalismus geht, klar, okay. Aber wenn es ums Recherchieren geht, wenn es darum geht, Fakten zu berichten, dann ist das natürlich wirklich interessant. Klammer zu. Wir sind jetzt wieder in der Einführung für die Medienpädagogik.